Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront und zwar Gefecht hier auf der Rebellenbasis. Und wir spielen, wir spielen mit der RT-97C auch mal wieder eine Sache, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Oder die wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Mein Gott, ey, ich mach das Assists an Mass, aber sonst halt nichts. Au, und mit dem Streugeschütz spielen wir auch. Also heute mal so ein bisschen hier, ne, einen auf. Boah, ich werde sowas von sterben. Heute mal so ein bisschen einen auf. Ey, wir wollen es riskieren und wir wollen es machen und wir wollen auf jeden Fall den Sieg. Da ist natürlich so eine Combo, die schon sehr, sehr mächtig ist, die ich hier gerade habe. Also von daher, außer die Waffe, die mag ich überhaupt nicht, die RT-97C. Ich weiß, dass die viele Leute mögen. Ich mag die, ich mochte die auch noch nie. Ich weiß nicht, irgendwie ist die nur im Nahkampf geil und je weiter der weg ist, der Gegner, desto schlimmer wird die, weil die hat einen Spray und einen. Ja, das sprayt so weit auseinander bei dem. Ah, das ist schrecklich. Bam, bam. Da hat er auch die. Hat er gleichen Karten wie ich. Ja, fast. Fast, fast. Oh, da schrattert auch schon einer mit der E4 durch. Also das wird anscheinend eine richtig knallharte Runde hier. Mal schauen, wie gut es läuft. Gefecht ist ja immer so eine Sache. Da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie die Gegner spielen, wie die Teammates spielen. Ob die jetzt eher alle mal so ein bisschen durch die Gegend laufen oder dann doch eher irgendwo sich in der Ecke kauern und abwarten. Das ist ja hier so der große, große Knackpunkt. Aber es scheint mir bis jetzt auf jeden Fall ganz gut Bewegung im Spiel zu sein. Obwohl die Feinde doch schon eher hier beim Millennium Falcon aufgestellt sind. Aber es scheint mir nicht so, als würden die sich jetzt absichtlich in die Ecke setzen. Sondern doch schon eher, als wollten die sich auch bewegen. Hier könnte einer sein, aber ich sehe keinen. Den sehen wir auf jeden Fall. Das sollten wir mal kaputt machen. Aber das dauert Jahre in dem Spiel hier, bis man sowas kaputt hat. So. Hast du den Eindruck, die warten hier doch so ein bisschen? Ja, doch, doch. Siehst du mal. Also der wartet auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Feigling, der Typ. Das ist wieder so ein typischer Gefechtsspieler. Ich weiß nicht, wieso man bei Team Deathmatch immer so spielen muss, dass man richtig hart am Rumcampen ist. So richtig lächerlich, auf lächerlichste Art und Weise. Aber naja, manche müssen das halt wohl machen. Nee, da will ich nicht rein. Das ist mir zu blöd. Da versuchen wir doch lieber ein paar Leute zu erwischen, die so ein bisschen sich bewegen auch. Wie der hier. Oder wie der da. Also ganz normale Spieler. Den hat er schon, den hat er schon. Da kommt der Nächste, der kriegt mich leider. Aber da haben wir ihn immerhin angeschwächt für unseren Teammate. Denn der hat ihn dann immerhin erwischen können. Da hat auch die RT-97C jetzt nicht gerade den Schaden des Jahrtausends rausgehauen, ne? So, Rebellenbasis ist eigentlich eine ganz coole Map. Sehr verwinkelt leider und daher auch sehr, sehr... wird sehr, sehr angeboten, dass man sich irgendwo in der Ecke hockt, wie das die Gegner teilweise halt wieder machen. Aber manche von denen immerhin, wie gesagt, sind hier auch am Rumlaufen, sind am Rumpushen, versuchen rauszurennen, sind nicht nur am, ich sitze mich in der Ecke und warte ab, bis die Gegner kommen Modus, sondern machen das halt auch anders. So, da wird gleich einer um die Ecke kommen und mir böse drücken möchten. Ja, der da. One-Shot. Keine Chance gegen die E4. Leider total schade, dass dann solche Leute sich da in der Ecke stellen und abcampen. Das ist richtig, richtig schade. Wie gesagt, kann man nichts gegen tun, da bietet das Spiel einem absolut keinen Counterplay an. Können natürlich eine Granate mitnehmen, aber das ist auch so eine Sache für sich. Liegt die noch? Ja, die liegt noch. Das ist gut. Ach, zwei Camper erwischt. Sehr schön. Der Kampf gegen die Camper. So, vielleicht jetzt von der anderen Seite, während die da... Ah, da sitzt, der hat auch schon sein Streu geschützt. Der wird gleich den einen wegholen. Oder der wird einen... Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das ist halt der große Nachteil an diesem Third-Person-Ding hier, ne? Dass man hier halt wirklich um die Ecke stehen kann und dann den hier machen kann. Die ganze Zeit so mit der E4 hier warten und dann drrrt einmal kurz den Trigger drücken und der Typ kippt sofort um, hat keine Chance dagegen, kann nichts tun. Genauso mit dem Streugeschütz oder sonst irgendwas. Bin recht froh, dass ich hier diese Karten habe bei der Lobby. Weil es scheint mir doch schon so eine Lobby zu sein. Wo ein Großteil zumindest. Ne? Manche nicht, die jetzt vorhin hier rumgelaufen sind, der jetzt hier zum Beispiel auch wieder nicht. Aber so ein paar Leute von denen sind wieder so knallhart am Rumcampen. Kommen wir da irgendwie durch? Ach, da oben. Ja, gegen den, also, das ist... Da kannst du einpacken. Spielt auch noch E4, also... E4 ersetzt quasi Streugeschütz. Ah, das ist ein Power-Up, das können wir uns holen. Aber es scheint eine ganz knappe Runde zu werden. Ah, das ist natürlich jetzt nicht eine Karte, die ich unbedingt haben wollte. Jetzt auch wieder, ne? Die sitzen jetzt hier, an der Stelle. Da kommt keine Bewegung ins Spiel. Wahrscheinlich sitzt der eine auch immer noch auf dem Millennium Falcon drauf. Na, ist sogar einer von uns, der hat ihn anscheinend besiegt. Obwohl, der schießt jetzt wieder da hoch, ne? Da war doch einer, oder war das ein Geschütz? Ne, da ist da echt...
Schnapp ihn dir. Da kommt der eine von der anderen Richtung. Hat er den schon? Den hat er schon. Sehr schön. Gutes Team, gutes Team. Da ist wieder der E4-Mann. Den wollen wir natürlich nicht begegnen. Ah, oh, schade. Hat er noch vorher seine Bombe gelegt gehabt. Habe ich nicht gesehen. Schade, schade. 62 zu 52. Das wird eine denkbar knappe Kiste. 10 Kills. Kann man auch ganz schnell mal wieder die Führung verlieren. Wie viel haben wir denn? 12 zu 7. Das sieht einigermaßen gut aus. Aber man kennt es. Man muss sich hier nur einmal... muss sich hier nur einmal in eine schlechte Situation wagen. Da hat die Waffe einfach nicht gut genug geschossen von mir irgendwo. Da ist die Waffe nicht so toll. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr die RT-97C mögt. Ich mag die nicht so. Der hatte Explosion. Da hatte ich in der Chance, in der Situation nicht so die größten Chancen. Ach, das war das Ding. Okay. Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Ich würde ganz gerne das Power-Up da haben. Ne? Schaffen wir es beide nicht. Doch jetzt. Okay. Ein Imploder. Der hat mir vorhin auch schon 2 Kills gebracht gegen solche, ja doch eher sehr, sehr defensiv kämpfende Leute, um das mal sehr, sehr nett auszudrücken, um nicht zu sagen campende Gegner. Die würden sich halt hier nicht um die Ecken bewegen, ne? Das würden die nicht machen. Nein, jetzt hat er mich geblockt! Oh mein Gott! Och. Wie der mich geblockt hat. Da, oh, weg mit dir. Ah, schade, hat er mich sogar noch erwischt. Der DRD4. Es sind sogar 2 von denen, die E4 spielen, ne? Der hatte die doch auch in der Hand, oder habe ich mich gerade verguckt? Das ist ja wieder eine Sache. Das ist ja wieder eine Sache, du. Da ist ein Druide, da wollen wir vielleicht nicht dran. Der hier steht ganz cool. Na? Da läuft mal wieder einer, das ist doch schön. Endlich mal wieder so ganz normale Duelle hier. Also manchmal wirklich wunderschön, aber manchmal leider Gottes sind dann auch wieder diese Leute dabei, die sich hier so an die Kante stellen und dann machen so, warten sie die ganze Zeit so ab. Und so spielen die dann. So stehen die dann da 40, 50 Sekunden rum und dann kommt einer, machen sie einmal kurz den hier, drücken einmal den Trigger und das nennen die dann Spielen. Wenn ich dann irgendwie, da wundere ich mich nicht, wenn ich dann so ein Elternteil wäre, ne, und dann würde ich meinem Sohn so zugucken von wegen, ah, was macht denn der da eigentlich, wie spielt der denn eigentlich? Und er steht da und guckt eigentlich mehr oder weniger auf den statischen Bildschirm, bewegt sich alle 2 Minuten mal so zur Seite und drückt dann einmal den Trigger-Knopf. Würde ich mir auch denken, warte mal, das macht dem Spaß, das macht er? Das ist Spielen? Nee. Oh, verdammt, schon wieder eine Granate. Die Rebellen hatten schwere Verluste. Ah, das hat er aber natürlich gut hinbekommen, der Kerl. Hat er mir einfach in der Drehung, bam, in den Rücken geboxt oder an die Seite geboxt. Dann war da auch noch der Druide, da war ich des Todes geweiht. Aber es sieht doch ganz gut aus. Es sieht doch ganz gut aus. Wir sind da eben schön in den Rücken gefallen bei allen Leuten. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht kann das ja auch nochmal so gut klappen. Schneller, ich brauche die Heilung. Na, Streugeschütz ist halt schon mächtig, ne? Mächtig, mächtig. Also man soll mich nicht falsch verstehen. Ich spiele hier schon so ziemlich die mächtigsten Karten, die man sich so nehmen kann. Nur die Waffe ist halt, wie gesagt, nicht so das Gelbe vom Ei. Aha, Glück gehabt. Und daher, ich bin sehr zufrieden mit meinen Karten in dieser Lobby. Weil ich glaube, da wäre ich mit anderen, mit so Spaßkarten wäre ich hier sehr unzufrieden geworden. Ne? Wäre ich sehr unglücklich geworden. Wenn ich hier irgendwie die Blendgranate und das wieder mitgenommen hätte, da wäre ich sehr, sehr unglücklich geworden. Uiuiuiui. Meiste Kills hat der. Das war der E4-Mann, der eine von denen. Schade, haben wir leider nicht geschafft. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Und damit war es das eigentlich auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schwitzig, schwitzig. Von allen irgendwo, von mir auch. Also wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht rausnehmen. Und von daher, das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao.